Mein Vater hat meine Mutter verlassen, weil sie nicht mehr jung und attraktiv genug war und ist zurückgekommen, als es vielleicht schon zu spät war. Hallo. Roter Teppich mit der Filmfamilie. Corinna Harfuch und Uwe Ochsenknecht sind zurück auf der Leinwand. Spielen ein Ex-Ehepaar. Edgar, erfolgreicher Comedian, lebt im Rausch. Bis Ex-Frau Eva nach 25 Jahren auftaucht und ihm gesteht, sie wird sterben. Es geht nur um dich. Es ist die ganz große Edgar-Rettungsshow. Das Thema Tod. Es liegt dem bayerischen Regisseur Markus Goller besonders am Herzen. Hier geht es um Tod und Tod ist wirklich was, was bei uns nicht gerne, da spricht keiner gerne drüber. Es ist aber was wahnsinnig Natürliches und vielleicht auch gar nicht so dramatisch. Es ist einfach natürlich. Es kommt immer darauf an, wie man es interpretiert. Was ist das Geheimnis eines langen Lebens? Ich akzeptiere es, dass man älter wird, weil man weiß es ja, ne? Dass die Uhr tickt, sobald man auf die Welt kommt. Und da ich das Leben liebe, versuche ich gut alt zu werden. Gemeinsam begibt sich Edgar mit seiner Ex-Frau Eva auf eine letzte Reise, versucht verlorene Zeit aufzuholen. Ich will einfach nicht, dass du stirbst. Und ich möchte auch nicht den Rest der Zeit in einem Krankenhaus bleiben. Sehr emotional auf jeden Fall. War auch wirklich witzig mit den Humoreinlagen und er geht wirklich unter die Haut. Ich fand den Film wirklich sehr, sehr schön. Sehr emotional, viele Emotionen, Traurigkeit, Lustigkeit. Sehr schön, er war sehr traurig, aber wirklich eine ganz, ganz tolle Handlung. Meine Frau hat mir gezeigt, was für ein Mensch ich geworden bin. Ready, let's go. Hi, hi. Und was für ein Mensch ich noch sein kann. Ein Film mit Tiefgang und Humor. Die Ironie des Lebens ab heute im Kino. Sie haben eine ziemlich tolle Ex-Frau. Kannst du mich zum Lachen bringen?